In dieser Folge geht es um Horrorfilme und gewaltvolle Tode. Wir betrachten das Ganze wissenschaftlich, aber wenn ihr euch trotzdem nicht wohl mit solchen Themen und Bildern fühlt, dann schaut diese Folge am besten nicht alleine. Mit Vollgas vom Auto erfasst werden, 6 Schüsse in den Körper bekommen und 2 in den Kopf oder bei lebendigem Leibe verbrannt werden. In den Halloween-Filmen muss Serienkiller Michael Myers ordentlich einstecken. Ob sein Körper das tatsächlich aushalten könnte, das klären wir heute und zwar gemeinsam mit einem echten Notarzt. Und wir werden am Ende der Folge sogar wissenschaftlich ausrechnen, wie hoch Michaels Überlebenschancen wirklich sind. Tag zusammen, Jack Pop hier. Mit Halloween Ends läuft gerade der 13. Teil der beliebten Horrorreihe in unseren Kinos. Und wie es der Name schon sagt, soll dieser Film das grande Finale der aktuellen Erzählung werden. Come and get me, motherfucker. Ob das aber auch wirklich das Ende von Michael Myers ist, das will ich hier weder spoilern noch in Stein meißeln. Denn wenn wir auf die über 40-jährige Geschichte der Reihe schauen, dann ist eins klar, der Typ steht immer wieder auf. Und ich habe mir beim Schauen der Filme super oft gedacht, der müsste doch längst tot sein bei allem, was der abkriegt. Aber ist das wirklich so? Also überlebt Michael Myers das alles nur, weil er irgendwie übernatürlich beeinflusst ist? Oder kann er das wirklich überleben? Das klären wir jetzt und zwar mit einem, der Menschen permanent beim Wiederaufstehen hilft. Nämlich Notfallmediziner Philipp Gotthardt. Philipp arbeitet in der Notaufnahme vom Klinikum Nürnberg Süd und ist regelmäßig als Notarzt auf der Straße unterwegs. Gemeinsam mit seinem Kumpel und ehemaligen Kollegen Martin betreibt er seit 2017 den YouTube-Kanal und Medizinblog Nerdfallmedizin. Popcorn gibt's bei ihm am liebsten zu Comedy-Streifen. Filme mit Will Ferrell sind seine Favoriten. Philipp, schön, dass du da bist. Ja, servus. Ich schaue ja mega gern Horrorfilme und was mir aber immer auffällt, auch bei Halloween, ich finde, das Blut sieht total unrealistisch aus. Wie geht dir das? Du hast ja den direkten Vergleich. Also in Wirklichkeit muss man sagen, bei so Verkehrsunfällen zum Beispiel, da bluten die Leute eigentlich gar nicht so massiv. Also die bluten mehr nach innen und äußerlich sehen die manchmal komplett unversehrt aus, obwohl sie schwer verletzt sind. Ich finde immer, was total krass aussieht, sind so Kopfschwartenverletzungen von älteren Leuten, die dann auch noch Blutverdünner nehmen. Da ist wirklich alles voller Blut und das ist echt Horrorfilm-Stuff. Okay. Also wenn es aufs Rentenalter zugeht, muss man aufpassen dann. Dann lass uns doch mal schauen, wie es mit dem Rest ist, also zumindest was die Überlebenskünste von Michael Myers angeht. Und dafür bekommen wir Unterstützung, und zwar von Kathi Winter. Kathi hat nämlich einen YouTube-Kanal für Horror-Stories, die kennt sich also bestens aus mit dem Genre. Und deshalb stellt sie uns heute 3 prominente Arten vor, wie Leute versucht haben, Michael Myers loszuwerden. Hier kommt Nummer 1. Hi Jack, hi Philipp. Also bei den Halloween-Filmen ist mir eins aufgefallen, weil das total unüblich ist für Horrorkiller. Michael Myers wird total oft im Auto gezeigt. Allein in Teil 1 sehen wir ihn in 7 Szenen. Also anscheinend scheint er es zu genießen, schön bequem hinterm Steuer zu sitzen, auf dem Weg zum nächsten Mord. Danger. Speed kills. Auf der anderen Seite sind Autos ein total beliebtes Mittel, um Michael Myers sprichwörtlich aus dem Weg zu räumen. In Halloween 4 wird er von einem Auto gerammt und fliegt meterweit durch die Luft, um kurz danach wieder aufzustehen. Die gleiche Taktik fährt Officer Hawkins im Film von 2018. Here we go. Dort nimmt er den Killer mit quietschenden Reifen mehrere Meter mit und der Killer liegt dann bewusstlos auf dem Boden, nur um kurz danach auf der Rückbank wieder aufzuwachen. Fuck! Danke, Kathi. Philipp, ich nehme an, du musstest bislang noch keinen verunglückten Serienmörder behandeln. Wenn wir jetzt mal ein bisschen genauer auf diese Szenen schauen, womit muss Michael da rechnen? Was ist gefährlich? Also das hängt davon ab, wo er auf das Auto aufschlägt. Es gibt ja eher weichere und eher sehr harte Teile. Zum Beispiel die A-Säule, der Rahmen um die Windschutzscheibe, das ist extrem hart. Und wenn man da gegen prallt, zum Beispiel mit dem Kopf, dann ist das natürlich ziemlich gefährlich. Ja, da müssen wir noch mal ein bisschen reinschauen in die Szenen. Da sieht es ja erstmal so aus, dass Michael relativ mittig aufkommt in beiden Szenen. Ja, aber in beiden Fällen haben die Autos auch diese fetten Bullenfänger aus Metall vorne dran und die treffen Michael genau auf Höhe des Beckens. Und gerade beim Becken und beim Oberschenkel, wenn da was bricht, das kann zu massiven inneren Verletzungen und Blutungen kommen. Und im ersten Beispiel ist das ja auch so ein Ford aus den 70er Jahren und man sieht,
wie Michael beim Aufprall so richtig nach hinten weggeschleudert wird. Okay, aber in dem zweiten Beispiel, da klappt er ja schon so nach vorne über. Also landet er irgendwie auf der Haube selbst. Ja, genau. Und das ist eigentlich ein großer Vorteil für Michael, weil durch die lange Motorhaube kommt er gar nicht erst in Kontakt mit den wirklich harten Teilen. Und die Motorhaube, gerade bei so neueren Autos, die ist relativ weich. Also die gibt ein bisschen nach. Und das ist bei den alten Autos, also aus der ersten Szene, da noch ganz anders. Da war das Blech viel härter und man konnte eigentlich die Motorhaube zwar besser belasten, aber das war für die Fußgänger natürlich gefährlicher. Okay, das heißt, die Haube kann diese Wucht des Aufpralls abfedern und mit viel Glück hat er dann keine inneren Verletzungen? Genau, mit viel Glück, ja. Okay, dann muss zumindest dieser erste Aufprall nicht zwingend tödlich sein. Aber du hast schon richtig gesagt, wir haben auch gesehen, der wird teilweise noch durch die Luft geschleudert, fliegt da rum und landet auf dem Boden. Das ist schon eine andere Nummer dann. Ja, genau. Also du meinst den Sekundäraufprall. Denn tatsächlich, wenn Leute optimal vom Auto getroffen werden, also auf die weichen Stellen aufkommen, vielleicht die Geschwindigkeit auch nicht so hoch ist, dann werden die ja trotzdem oft von den Autos weggeschleudert und knallen dann mit ihrem Kopf massiv auf den harten Asphalt auf. Und das ist dann auch nochmal richtig gefährlich. Also in der ersten Szene kommt er auf jeden Fall ein bisschen besser weg, denn da knallt er zwar mit dem Rücken durch den Holzzaun und das sieht echt ziemlich gefährlich aus im ersten Moment, aber ich finde, die Bretter wirken ziemlich morsch und außerdem fängt er sich ja auch so ein bisschen mit den Armen ab und es liegt ganz viel Laub auf dem Boden. Das wirkt also so ein bisschen fast wie eine Turnmatte und federt da sicherlich gut den Sturz ab. In der zweiten Szene, da knallt er volle Kanne mit dem Hinterkopf auf dem Gehweg. Und wenn er da wirklich aus voller Fahrt aufgeschlagen ist, dann muss man sagen, das sieht wirklich schlecht für ihn aus. Okay, womit würdest du hier rechnen? Also die meisten Menschen sterben nach einem Verkehrsunfall an einem Schädelhirntrauma. Das heißt, durch die massive Gewalteinwirkung, die auf das Gehirn einwirkt. Und man sieht ja auch da in der letzten Szene, dass er minutenlang bewusstlos am Boden liegt. Und das ist eigentlich ein klares Indiz für ein Schädelhirntrauma. Okay, Philipp, dann würde ich sagen, dein finales Fazit. Kann Michael das überleben? Naja, also ich würde bei so einem Unfallmechanismus auf jeden Fall davon ausgehen, dass schwere innere Verletzungen vorliegen, Wirbelsäulentrauma, Beckentrauma. Aber man muss sagen, der Michael ist ja auch ein resilienter Typ. Der hat ja nicht alle Schrauben da fest im Griff. Und von daher würde ich sagen, mit ganz viel Glück kann er das schon überleben. Okay, dann müssen wir hier festhalten, Autos sind halt nicht zuverlässig genug. Vielleicht braucht man was mit ein bisschen mehr Speed, Pistolenkugeln. Lieber auf Nummer sicher gehen, das ist die Devise, wenn es um Michael Myers geht. Und deshalb ist es auch Dr. Loomis, sein Psychiater, der im ersten Teil im Showdown auf Michael aus nächster Nähe schießt. Aber nicht nur einmal, er setzt gleich 5 Schüsse nach. Juckt Michael aber nicht, denn der taucht im zweiten Teil wieder auf, um sein Lieblingsopfer Laurie Strode zu töten. Die hat aber anscheinend aus der Erfahrung aus dem ersten Teil gelernt und zieht jetzt nicht mehr auf seinen Körper, sondern auf seinen Kopf und trifft in beide Augen. Okay, Philipp, das sind auf jeden Fall 2 krasse Szenen, die wir da gesehen haben. Lass mal mit der ersten starten. Also ich habe ja schon mal von jemandem gehört, der jetzt einen Schuss überlebt hat. Aber come on, 6 Mal hintereinander? Naja, also das gibt's schon. Ich denke da an den Amerikaner Kenny Warren, der wurde im Rahmen von so einem Nachbarschaftsstreit 20 Mal angeschossen. Ja, teilweise sogar aus 1,5 Metern Entfernung nur. Und der letzte Schuss, der ging in den Unterleib und dann durch den Mastdarm. Das heißt, da war so eine Mischung aus Fäkalien und Blut in seinem Unterleib, also hochinfektiös. Und trotzdem hat der Typ das überlebt. Holy shit, Philipp, wie ist das möglich? Naja, also bei Schussverletzungen, da sind im Endeffekt 2 Dinge ausschlaggebend. Das ist einerseits die Verletzung von inneren Organen und Gefäßen, also die massiven Blutungen. Und auf der anderen Seite, wenn das Gehirn verletzt wird. Wenn man die richtigen Gehirnareale trifft, dann tötet ein Kopfschuss sofort. Wobei die inneren Blutungen und die Organverletzungen, die töten teilweise erst etwas verspätet innerhalb von Minuten oder auch Stunden. Und bei Kenny Warren war es so, da gab es 2 ausschlaggebende Faktoren, die ihm beim Überleben geholfen haben. Und die kann man natürlich auch auf Michael anwenden. Und welche? Zum einen die Projektilgröße, weil die bestimmt, wie viel Energie auf den Körper abgegeben wird, dadurch, dass sich die Kugel eben auf dem Weg durch den Körper verformt. Bei Warren waren das Gewehrschüsse. Da ist ein relativ kleines Projektil mit sehr, sehr hoher Geschwindigkeit im Einsatz. Wenn das einen aus nächster Nähe trifft, dann geht das Projektil teilweise direkt durch den Körper durch und gibt also wenig Energie auf den Körper ab. Michael hat da ein bisschen Pech.
weil die Pistole von Dr. Loomis, das ist eine Smith & Wesson Modell 15 und das ist eine klassische Polizeipistole aus den 50ern bis 80ern und bei dem Kaliber, da ist es eben so, dass die Schüsse gerade aus nächster Nähe sehr, sehr viel Energie eben auf den Körper dann abgeben. Ja, und der taumelt ja auch so richtig zurück, ne? Also man sieht, da ist schon ordentlich Bums hinter den geschossen. Ja, genau. Aber der zweite ausschlaggebende Punkt beim Überleben ist eben, man weiß nie genau, welchen Weg die Kugel durch den Körper nimmt, nachdem sie einmal eingedrungen ist. Okay, das ist dann ein Vorteil für Michael. Ja, genau. Also Dr. Loomis, der schießt ja ziemlich unkontrolliert letztlich auf Michael. Und wir sehen eigentlich gar nicht genau, wo er getroffen wird. Bei Kenny Vaughn war es dann so, der hatte einfach totales Glück. Die Kugeln haben immer exakt an den lebenswichtigen Organen vorbei den Weg durch den Körper gesucht. Und das ist eben natürlich ein großer Vorteil. Aber man muss auch sagen, vielleicht hat Michael ja auch Blähungen. Und Blähungen, also Gase im Körper, ja, du lachst, aber es ist so, die dämpfen die Schussenergie tatsächlich ab. Und ja, und wenn aber einer vorher Suppe oder Wasser trinkt, das kann man ja nicht komprimieren. Das heißt, dann wird die komplette Geschossenergie auf den Körper verteilt und das ist dann ziemlich gefährlich. Okay, dann danke für diesen Hausmannstrick. Michael, also bitte Hülsenfrüchte ja, Suppe lieber nicht. Und dann sind die Kugeln hier ja offensichtlich so geflogen, dass sie keine lebenswichtigen Organe oder Gefäße verletzt haben. Michael verblutet nicht. Und das passt auch ganz gut zur aktuellen Storyline. Denn da wird Michael kurz nach den Schüssen gerettet und dann am Ende von der Polizei gestellt. Michael, stay back! Ja, und das ist auch ein total wichtiger Punkt, weil nach so einer Schussverletzung, da ist eine extrem hohe Infektionsgefahr da. Das heißt, man muss sofort eigentlich versorgt werden. Und das ist ja gegeben, wenn die Polizei ihn sofort aufgreift. Okay, dann krass, Philipp. Dann können wir ja hier festhalten. Also Szene 1, Michael kann das überleben. Aber komm mal, Szene 2, diese zwei Schüsse in den Kopf, das ist doch Quatsch, oder? Naja, also wenn man ehrlich ist, auch das kann man sogar in der Theorie überleben. What? Ja, also man muss mal sagen, tatsächlich wäre wahrscheinlich blind. Ja. Mhm. Aber auch wenn man an den allermeisten Kopfschüssen verstirbt, es kommt immer so ein bisschen darauf an, wo wird man denn genau getroffen? Und auch da wieder, welchen Weg nimmt denn eigentlich die Kugel durch den Schädel? Und da ist es übrigens so, dass gerade Kugeln mit sehr oder Projektile mit niedriger Energie dann häufig nicht mehr aus dem Schädel austreten können. Das heißt, die werden wie ein Ping-Pong-Ball hin und her reflektiert und machen dann einen sehr, sehr massiven Gehirnschaden. Es hängt also ganz stark davon ab, wo und womit wird man getroffen. Gut, wo die Kugel jetzt genau da im Gehirn trifft, das sehen wir nicht. Das ist ja alles unter der Maske. Was wir auf jeden Fall nicht sehen, ist, dass sie wieder austritt, denn da ist ja nirgendwo Blut hinten an der Maske. Also die bleibt im Kopf stecken. Ja, da hast du vollkommen recht. Aber die Kugel trifft Michael ja von unten nach oben. Das heißt, wenn er auch da wieder ein bisschen Glück hat, dann wandert die Kugel an der inneren Schädeldecke eben entlang und kommt vielleicht irgendwo in der hinteren Schädelgrube dann auch zum Liegen. Sie trifft also nicht auf den Hirnstamm und da liegen die ganzen lebenswichtigen Funktionen. Wenn man da getroffen wird, ist man sofort tot. Außen am Gehirn, da ist eben die Hirnrinde, da kann man Verletzungen schon auch mal überleben. Und da gibt es sogar einen Case Report aus dem Jahr 2021 über einen 53-jährigen Mann. Der wurde relativ ähnlich wie Michael da getroffen. Die Kugeln sind bei ihm hinten rechts und seitlich in der Hirnfurche stecken geblieben. Und der hat sich am Ende vollständig erholt. Aber der war am Anfang auch erstmal bewusstlos und musste natürlich notoperiert werden. Bei Michael ist das schon ein bisschen unrealistisch. Ich meine, der taumelt ja auch nur nach den Kopfschüssen. Also normalerweise wird man von der Wucht alleine schon von den Socken gehauen. Ja, und da ist es ein gutes Stichwort. Können wir nochmal über die Projektilgröße sprechen? Also wenn wir auf diese Szene schauen, dann sieht das ja so ähnlich aus wie dieser Revolver aus der ersten Szene. Da ist schon, haben wir ja gesagt, ordentlich Bums dahinter, ne? Ja, genau. Also da hat das Projektil eine ganz schöne Energie. Die wird einem normalerweise wahrscheinlich den halben Schädel wegsprengen. Aber selbst da gibt es ein Beispiel. Und zwar den Fall von Ahad Israfil. Der wurde als Teenager aus einer heruntergefallenen Waffe direkt in den Kopf getroffen. Und das hat ihm große Teile des Schädels und des Großhirns zerstört. Also buchstäblich den halben Schädel weggesprengt. Und man hat das damals als medizinisches Wunder gesehen, weil er nach der OP eigentlich sofort auch wieder mit den Ärzten sprechen konnte und bis zuletzt ein normales oder relativ normales Leben führen konnte. Wow. Okay, das heißt ja dann aber, wenn Michael jetzt eine schnelle medizinische Versorgung hat nach den Schüssen, hat das dann gar keine Folgen für ihn? Naja, also
gar keine Folgen sicherlich nicht. Er wird ja direkt da ins Frontalhirn reingeschossen. Und da werden die Emotionen und die Persönlichkeit gemacht. Das heißt, man wird entweder vielleicht ein bisschen lieber oder aber viel, viel fieser. Oh nein. Okay, also alles, was wir nicht gebrauchen können, ist einen noch fieseren Michael. Das wäre dann genau das Gegenteil von dem, was Laurie Strode eigentlich machen wollte. Tja, leider ja. Okay, dann können wir festhalten, 6 Schüsse in den Körper bekommen, 2 in den Kopf und weitermachen ist medizinisch betrachtet zwar extrem unwahrscheinlich, aber halt mit schneller Versorgung auch nicht komplett ausgeschlossen. Fuck, der Typ ist einfach nicht tot zu kriegen, aber einen Versuch haben wir noch. Wenn Autos, Schüsse und andere Attacken bei Michael Myers nicht mehr funktionieren, dann setzt man auf die reinigende Kraft einer fetten Explosion. Und die wird kurz nach dem Kopfschuss im zweiten Teil von Dr. Loomis ausgelöst. It's time, Michael. Lichterloh brennend sieht man Michael noch den Gang entlang wankend, bis er dann zu Boden fällt und im letzten Shot seine brennende Maske zu sehen ist. Im Film von 2018 ist es dann die gealterte Laurie Strode, die den Gashahn aufdreht, nachdem sie Michael in ihr Haus gesperrt hat. Goodbye, Michael. Den scheint das aber nicht zu stören. Vielleicht weil er weiß, dass er sich hinter ein Rolltor verstecken kann und dort sicher ist, bis die Feuerwehr auftaucht. Und für seine Retter hat er anschließend noch eine zündende Idee, um sie gebührend zu begrüßen. Okay, Philipp, auch hier haben wir wieder 2 Szenen. Lass uns mal mit der beginnen, wo Michael sich quasi vor diesen direkten Flammen versteckt. Da brennt ja um ihn herum trotzdem das gesamte Haus lichterloh übelst brutal ab. Kann man sich so vor den Flammen einfach schützen hinter so einem Rolltor? Naja, also gehen wir mal davon aus, dass er sich direkt dahinter das Rolltor auch versteckt. Das Haus steht im Vollbrand. Also da drin sind Temperaturen über 1000 Grad. Und ob das Rolltor alleine ausreicht, um ihn vor der Temperatur zu schützen, naja, ich weiß nicht. Na gut, wir müssen uns hier vielleicht auf die Autorinnen und Autoren verlassen, die ja sagen, das ist halt ein feuerfestes Tor. Ja, aber trotzdem. Ich meine, da gibt es ja heiße Gase und die atmet man auch ein. Stichwort Inhalationstrauma. Was passiert da? Ich atme das heiße Zeug ein und das reizt meine Schleimhäute und zwar extrem. Die schwillen dann an und man kann daran ersticken. Also, knifflige Kiste. Ja, obendrein sind die Gase dann ja auch giftig. Ne? Genau. Kohlenmonoxid würde sich zum Beispiel ausbreiten. Und die Kohlenmonoxidvergiftung, die gehört zu den allerhäufigsten tödlichen Vergiftungen mit Gasen. Was bedeutet das? Das Kohlenmonoxid, das blockiert im Endeffekt die Sauerstoffaufnahme von den roten Blutkörperchen im Blut und man wird daran ziemlich schnell ersticken oder ohnmächtig werden. Und gleichzeitig muss man sagen, das Kohlenmonoxid, das greift auch noch das zentrale Nervensystem an. Man wird also orientierungslos in der Frühphase, man kriegt irgendwann Krampfanfälle und dann fällt man irgendwann dann auch ins Koma. Michael müsste hier also irgendeine Art von Atemschutz auf jeden Fall tragen. Gut, das sehen wir natürlich nicht. Das findet ja alles hinter verschlossenen Rolltoren statt. Aber wenn wir jetzt sagen wollen, okay, Michael hat da minimal vorgesorgt, wie hoch würdest du sagen, sind seine Chancen, das zu überleben? Das kann man sogar relativ genau abschätzen, und zwar mit dem APSI-Score. Das ist ein Score, den es schon seit den 80er Jahren gibt. Da fließen verschiedene Parameter ein, die geben dann Punkte und die addiert man am Ende. Und dann kann man in etwa das Überleben nach so einer Brandverletzung einschätzen. Okay, sehr cool. Dann rechnen wir das für euch jetzt mal aus. Okay, also Michael ist männlich, das gibt 0 Punkte. Frauen würden 1 Punkt bekommen, wobei das ist ziemlich überholt mittlerweile. Im APSI-Score ist halt noch drin. Als nächstes, pro 20 Lebensjahre kriegt man oder vergibt man 1 Punkt. Wie alt ist Michael hier? Im Film von 2018 ist er 61. Also 3 Punkte. Dann wird die verbrannte Körperoberfläche mit einbezogen. Das sind ja 0% hier, also 2x 0 Punkte. Und dann kriegt er auch noch 1 Punkt für das Inhalationstrauma. Haben wir also 4 Punkte. Das wäre nach APSI-Score 90-99% Überlebenswahrscheinlichkeit. Boah, mega gut. Dann hat uns der Film hier tatsächlich nicht angelogen. Michael kommt hier unter guten Umständen raus aus der Nummer. Philipp, dann können wir das gleiche ja für diese zweite Szene machen aus Halloween 2. Ich befürchte, das wird ein bisschen anders laufen, weil da ist es ja richtig extrem. Michael steht ja richtig so als menschliche Fackel da. Ja, aber vor allen Dingen wird er einer Explosion ausgesetzt. Und ich meine, die macht natürlich ein extremes Trauma, eine Druckwelle. Und das sorgt für innere Verletzungen, für Schädelhirntrauma. Also das ganze Programm, das schleudert einen durch die Luft. Also ganz schön harte Nummer.
Ja, du meinst, da muss er wieder extrem viel Glück gehabt haben, dass er überhaupt aus der Explosion rauskommt. Okay, und dann hat er ja so viel Glück dabei, dass er wirklich nur so ein bisschen über den Gang taumelt. Und das ist bei mir hängen geblieben, weil ich mich gefragt habe, wenn man so brennt, kann man dann wirklich einfach so rumlaufen? Ist man dann noch, merkt man das noch? Ist man da fähig? Es geht tatsächlich. Wenn man massive Verbrennungen hat, dann spürt man das teilweise auch gar nicht mehr. Das heißt, so Schwerstverbrannte, die sind am Anfang, das wirkt auch tatsächlich ziemlich spooky, ob trotz ihrer massiven Verletzungen, die dann auch später erst zum Tod führen, am Anfang erstmal noch recht lebendig. Ja. Wobei man natürlich sagen muss, trotzdem sind die massiv von ihrem Trauma betroffen, wälzen sich auf dem Boden oder sind zumindest unter Schock. Und Michael, der Psychopath, der taumelt halt nur ein bisschen. Okay, ja, der ist wieder mal völlig unnormal. Dann lass uns doch mal über die Flammen an sich sprechen. Also wie schwer müssten bei dieser Einwirkung seine Verletzungen sein? Also Verbrennungen teilt man ja normalerweise in Schweregrade ein, also von 1. bis 3. Grad. Und je länger jemand brennt oder Feuer ausgesetzt ist, desto tiefer geht die Verbrennung dann auch in die Haut hinein. Michael hat sicherlich drittgradige Verbrennungen. Das bedeutet eine komplette Zerstörung aller Hautschichten. Da spürt man dann übrigens auch nichts mehr, denn auch die Nerven darin sind zerstört. Und das sind Verletzungen, die gehen einerseits mit einer massiven Narbenbildung einher und andererseits müssen die auch immer operativ versorgt werden. Okay, und operieren heißt dann Hauttransplantation? Ja, genau. Also man muss erstmal das tote Gewebe eben wegschneiden und dann muss man die riesengroßen Wundareale ja auch erstmal wieder abdecken. Und dafür kann man sogar teilweise auch Leichenhaut verwenden. Leichenhaut? Ja, genau. Also man würde immer versuchen, erstmal Patienten eigene Haut zu nehmen. Aber bei Michael ist ja eigentlich alles verbrannt und das heißt, dann bleibt eigentlich nur ein Fremdpräparat übrig. Wow, okay. Und das zeigt ja auch nochmal die Schwere dieser Verletzung. Hätte er überall am Körper diese drittgradigen Verbrennungen. Wahrscheinlich auch ein hohes Infektionsrisiko, oder? Ja, genau. Also das Infektionsrisiko ist riesengroß, die Flüssigkeitsverluste sind riesengroß. Also das zu überleben ist schon echt eine harte Nummer. Okay, Philipp, heißt das, wir haben jetzt Michaels Achillesferse gefunden? Also kriegen wir den mit Feuer jetzt tot? Definitiv. Berechnen wir einfach noch mal kurz den Abziehscore, oder? Also, ich meine, in diesem Film ist er deutlich jünger, aber er ist fast zu 100% von der Körperoberfläche her verbrannt. Und drittgradig plus Inhalationstrauma. Da komme ich auf 13 Punkte, also weniger als 10% Überlebenswahrscheinlichkeit. Und dann muss man auch noch sich die Maske anschauen. Die brennt ja, das ist eine Plastikmaske. Also die wird sich komplett am Gesicht festschmelzen. Also, mein Lieber, da geht nichts mehr. Okay, dann haben wir das Mittel unserer Wahl gefunden. Wenn wir Michael Myers loswerden wollen, dann müssen wir ihn einfach nur bei 1000 Grad von allen Seiten für ein paar Minuten gut durchrösten. Philipp, vielen Dank, dass du uns das alles erklärt hast. Gerne. Und wenn ihr noch mehr Lust auf medizinische Themen habt, dann schaut doch mal bei Philipp und seinem Kollegen Martin vorbei. Nerd von Medizin heißt das Ganze. Links packen wir euch natürlich unten in die Infobox. Und danke geht auch raus an Dr. Frank Siemers vom Brandverletztenzentrum in Halle. Der hat uns nämlich bei der Recherche geholfen, genauso wie der ADAC. Also vielen Dank und liebe Grüße. Und Riesendank natürlich an Kati für ihre Einspieler. Wenn ihr nach so viel Science jetzt Bock auf Fiction habt, dann flitzt mal rüber zu ihr auf dem Kanal. Dort gibt es nämlich jede Menge gute Horrorstories. Wir wünschen euch auf jeden Fall fröhliche Halloween. Aber nur, wenn ihr den Kanal auch abonniert und auf jeden Fall auf die Glocke drückt. Sonst gibt es keine Süßigkeit für euch. Und dann können wir uns ganz bald wiedersehen. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Sag mal, Michael, kennst du eigentlich schon unsere anderen Horrorfolgen? Na dann guckst du dir die mal an. Hier oben gibt's nämlich Zombies bei Resident Evil und hier gibt's Vampire mit Morbius.